Moin zusammen. Moin. Ja, letztes Mal wurde gedruckt, heute wird gebohrt, Herr Doktor. Genau, wir haben ein weiteres Projekt mit dem Volterra. Und zwar etwas, das sich eher an, ich sag mal, den fortgeschrittenen Anwender richtet, wie wir beide ja nun auch sind. Ne? Dafür muss eben wirklich gebohrt werden. Es werden verschiedene Löcher in die Platine gebohrt. Danach folgen einige Schritte, die ihr schon kennt. Ne? Es wird gelötet, es wird gereflowt, es wird gebacken. Ja, und am Ende kommt dann wieder eine fertige Platine raus, die dieses Mal sogar Geräusche machen soll. Genau. Und wer sich hier als Anfänger sieht, ist natürlich angehalten, unser erstes Video hierzu anzuschauen. Denn einiges, was wir hier durchführen, reißen wir wirklich nur kurz an. Dazu braucht ihr einfach das erste Video. Ist sowieso eine gute Idee. Sowieso. Immer, immer. Alle Videos anschauen. Heute haben wir viel Arbeit vor uns, Stefan. Man sieht schon an dem, was hier alles ausgebreitet ist, ne? Wir haben einmal unser Projekt, was wir fertigstellen möchten, wieder in diesem kleinen ESD-geschützten Tütchen. Das ist dieses Mal die sogenannte Punk-Console. Ne? Die soll, wie gesagt, nicht nur leuchten, sondern auch ein bisschen Töne von sich geben. Die Pinzette kennen wir noch, die brauchen wir wieder. Dann haben wir hier die beiden Düsen, die werden wir auch wieder benötigen. Einmal mit dem Stichel, einmal für die Kartuschen, nachher mit der Lötpaste und dem Zinn. Neu sind hier die Hohlnieten. Später, wenn wir die Löcher gebohrt haben, wollen wir natürlich da auch was reinstecken. Dafür sind die Nieten. Wir haben hier zwei Düsen, die wir benötigen, um die Paste wieder aufzutragen. Wir haben die Bohrer und einen Schlüssel, um die Bohrer zu fixieren. Dann haben wir hier diese kleinen Meißel, ne, um die Hohlniete dann auch reinzuschlagen. Das wird mit Sicherheit deine ehrenvolle Aufgabe als feingeistiger Mensch sein. Zwei linke Hände, vergiss es bitte nicht. Wir haben unsere zwei Kartuschen, einmal mit Lötpaste, einmal mit der Löttinte, mit dem Leitsilber. Wir haben den Schwamm, der wird auch zum Einsatz kommen, ne, damit wir einmal abbürsten können. Und natürlich die beiden Platinen. Davon brauchen wir eine zum Bohren und zum Löten. Und eine verrate ich noch nicht, was wir damit machen. Ja. Den Bohrer habe ich schon mal vormontiert, diesen Bohraufsatz. Ne, wunderbar. Ich zeige den auch einmal kurz. Wollte ich gerade sagen, zeige ihn nochmal schön im Detail. Genau. Also so sieht er aus. Ne, unten relativ ähnlich zu den anderen Aufsätzen, zu den anderen Spitzen. Aber unten habe ich natürlich dann die Aufnahme, wo ich den Bohrer reinstecken kann. Die sind auch relativ fein, von 0,7 bis 1,6 mm. Also da kommen wir tatsächlich alle. Ja, wir brauchen zwei. Wir brauchen zwei. Wir brauchen zwei. Ja. Und obendrauf hier, man sieht's, da haben wir wieder diese Durchkontaktierungsstellen. Das heißt, darüber wird das Teil mit Strom versorgt, braucht allerdings auch eine zusätzliche Stromversorgung. 24 Volt insgesamt, also da geht auch ordentlich was durch, ne? Rotiert auch relativ schnell. Hier habe ich noch zwei LEDs, da sehe ich auch immer, wann es an ist und gleich ein Warnungsschild. Ne? Das ist natürlich wichtig, denn nicht ganz ohne, was wir hier heute so veranstalten. Da wollte ich nämlich auch gleich direkt einschneiden, weil du hast mich ja persönlich als der Sicherheitsbeauftragte schlechthin erklärt und möchten wir hier auch kurz ansprechen. Es ist halt ein bewegliches Teil, da muss man sowieso immer vorsichtig sein, nicht unnötig mit den Fingern dran. Wenn man mal dran muss, definitiv das Teil erst von der Spannung trennen. Wir haben das Netzteil hier schon mal genau direkt vorbereitet, schon dran montiert. Das muss man selber auch eben machen. Da passt man natürlich auch auf, dass das genug Bewegung hat und so weiter, nicht festhängt. Ja, dann brauche ich natürlich, weil da auch Späne bei abfallen oder anfallen, sollte ich eine Schutzbrille bevorzugen, weil es kann durchaus mal was ins Auge gehen. Und ja, dadurch, dass Bohrstaub halt entsteht, empfiehlt sich hier tatsächlich sogar eine Atemschutzmaske, damit man da nicht unnötig den Bohrstaub direkt einatmet. Wir beide sind Brillenträger, sind im genügenden Abstand zu dem Gerät. Also wir werden uns nicht noch zusätzlich mit einer Schutzbrille, es ist eh nur eine dabei, wir würden uns nur unnötig streiten, wer sie nimmt. Könnte nur jeder ein Auge, das ist auch blöd. Ja, das ist auch blöd. Und deswegen verzichten wir jetzt hier auf die Staubschutzmaske. Und die Schutzbrille, wir sind durch unsere Brillen dann ja letztlich geschützt. Ja. Ja, und nicht nur wir müssen uns schützen, sondern es muss natürlich auch das Gerät ein wenig geschützt werden. Deswegen haben wir hier noch diese praktische Unterlage mit dabei. Es dient so ein bisschen zum Orientieren. Es ist ein Koordinatensystem, würde ich es jetzt mal ganz überspitzt nennen, drauf verzeichnet. Und es hilft halt, dass der Bohrer, wenn er dann durch die Platine durch ist, dann nicht gleich auf den Drucker da irgendwelche Merkmale hinterlässt. Das ist, glaube ich, so ein flexibler Kunststoff, ne? Also ja. Wird hier einfach mit den Haltern mitmontiert und dann ist das da drauf. Genau. Ja. So, ich will jetzt aber bohren. Ja, bohren. Lass uns dann aber wirklich auch unsere Sicherheitshinweise nicht vergessen. Ich werde meine schon mal aufsetzen. Ich auch. So. Ich sehe noch alles. Ja, funktioniert. Richtig rum. Wir müssen nicht drucken, wir müssen noch nicht löten, wir müssen noch nicht backen, sondern wir wollen bohren. Wir haben wieder die Einstellung simple, denn wir haben ja noch keinen
Board, wo irgendwas drauf ist, ne? Sondern laden ein neues Layout. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ja, ich habe das Punk Console Layout schon mit drin. Man sieht, es ist ein bisschen komplexer als das, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Da sind einige Bauteile später, die da mehr drauf kommen. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal. Haben wir alles schon gemacht. So, Brille ist auf, ne? Sauber gemacht. Punkte haben sind wir sauber, genau. Schon gemacht. Die Drillbits, hast du dir angeguckt, dass da auch noch genug Struktur drauf ist? Wunderbar. So, Board eingespannt, haben wir auch schon gemacht. Da ist alles safe. Ne? Hast du auch richtig genau. Mit alles drin, alles justiert wieder, sitzt fest. Super. So, Mount Probe. Dann brauchen wir jetzt erstmal den Stichel. Unseren altbekannten Stichel. Das heißt, genau. Ich lege hier erstmal den Bohrer zur Seite. Genau. Und den habe ich natürlich hier zur Hand. Ja. Er muss ja erstmal wieder ausmessen, wo überhaupt was drauf muss. Ich setze ihn dir um. Ja, nicht jetzt. Auch wenn ich jetzt die Brille auf habe, bitte nicht. So, fest? Ja. So, wir hatten das ja schon mal. Ich glaube, ich muss den ein Stück weiter runterschieben, ne? Von der Position her. Er sitzt schon so. Also wir haben ja so eine leichte Routine schon drin, eben halt durchs erste Projekt auch, sah so ein bisschen hoch aus. Also ihr könnt da jederzeit immer neu ausrichten. Ja, wir testen das jetzt mal. So, jetzt wieder einmal die Höhe messen, ne, damit er auch später weiß, wie tief er denn überhaupt bohren darf und wann er vielleicht durch ist. So, fertig ausgemessen. Ja, waren ein paar Punkte mehr. Ja. Wie du ja schon sagtest, ist es auch ein bisschen umfangreicheres Projekt. Ne? Man kann es natürlich hier auch schön sehen. Ne? Also man hat es ja in der Software gehabt, wo er immer markiert, wo er schon war und wo er noch hin muss. Dann weiß man immer, ob man sich noch einen Kaffee holen kann oder nicht. So, einmal bitte abmontieren die Probe, ne? Den Stichel. Jawohl, ja. Sitzt so schön feste drauf, drücken. Ja. Wir brauchen zwei verschiedene Arten von Löcher. Eigentlich beide rund, ne? Aber unterschiedlich dick. Oh, die einen 0,7, die einen 0,7, die anderen 1,6. Und wir fangen mit den schmaleren an, mit 0,7. Okay. Das heißt, ich bitte dich mein einmal Stichwort den 0,7 dann bitte in den Bohrer einzusetzen. Jawohl. So, das feine Bohrerset dabei hier. Ich weiß nicht, wie man es aufkriegt. Muss auf beiden Seiten. Kaputt. Auf beiden Seiten. Da sind so zwei Dinger, die musst du gegensätzlich drücken. Ah, okay. Wunderbar. Kindersicherung. Wusste ich. Du musstest es ja kommentieren. Ja, wir haben jetzt hier den kleinsten Bohrer. Ne? Oben der Aufnahmeschaft ist ein bisschen größer. Das heißt, ich setze ihn hier direkt in das Bohrfutter ein. Bitte auch darauf achten. Ne? Man sieht es hier so ein bisschen im Halbdunkel. Den Bohrer so weit reinschieben, dass nur noch dieses Trapez oben rausguckt. Ne? Also, dass dieser gerade Schaft komplett versenkt ist und nur das Trapez rausguckt. So, ich überprüfe das jetzt nicht nochmal. Ich gehe davon aus, dass du das vertraust mir. Ja. Wir wollen ja nur darauf achten, dass der Bohrer nachher nicht irgendwie da rumflattert. Ne? Erstens könnte es natürlich die Platine und das Ding beschädigen, aber vielleicht ja sogar auch uns. Wer weiß. Nein, das wollen wir nicht riskieren. Genau. Also da hast du alles sicher befestigt. Dann, okay, montiert hast eingesetzt. Du auch schon. Ja, ich bin mal schon den Schritt weiter. Power-Connector. Jawohl. Und dann einmal so ein ganz kleiner, aber doch wichtiger Schritt, wenn man da alles montiert hat, der Bohrer ist drin, das Stromkabel ist dran, einfach nochmal so eine kleine Idee nach oben drücken, dass diese Kontaktierung mit diesen drei Kontakten zu dem Kopf, den wir hatten, dass die sichergestellt ist und dann kann euch nichts mehr passieren. Richtig? Genau. Dann jetzt die Schutzbrille aufsetzen, haben wir, und da geht's Drill, dann geht's jetzt richtig los. Ach so. Warte. Der Stecker ist nicht drin in der Steckdose. Einmal mit Hast Profis. Du denn noch eine freie Steckdose? Einmal mit Profis. Oh, da war auch dieser Quittungston, der mir gerade schon gefehlt hat. Ja, kriegst auch gleich eine Quittung hier. So, so bohren. Bohr los, bohren, da. Bohren. Ich habe schon in der Ausbildung gelernt, nicht pusten bei so einem Staub. Nicht pusten. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Eins A vorbereitet, würde ich mal sagen. Ja, nichts, was wir hier nicht haben. Ne? So, wir bauen noch die größeren Löcher, Stefan. Ne? Ja, 1,6 mm. Einmal den hier Bohraufsatz ab. Jawohl. Den größten Bohrer einsetzen. Ja. Und das Ganze nochmal retour.
Das mache ich dir eben fertig. Jo. So, Bohrer ist drin, ja, der große. Genau, man sieht es hier auch in der Software. Ne? Wir haben, zeig dir an, was jetzt da, wo jetzt gebohrt wird. Genau, die kleinen haben wir ja schon, da ist ein Haken dran. Die großen markiert er jetzt nochmal. Weiter geht's. Ja, haben wir alles schon. Ach, alles hast du auch, gemacht. Alles super. Ja, Drill ist gemountet, wunderbar. Bring das auf und bohren. Und Drill. Fertig. Fertig. Wir müssen den Bohrer, glaube ich, noch ein bisschen gleich sauber machen. Da, ja. Man sieht ja, die großen Löcher haben ein bisschen mehr Späne produziert. Und dann sind wir mit dem Bohrvorgang fertig. Genau. Und dann werden wir gleich anfangen, die Schaltung aufzulöten. Alles klar. Wir haben dieses Mal tatsächlich eine Besonderheit. Wir müssen nämlich beidseitig bedrucken. Wir haben eine Ober- und eine Unterseite. Und jetzt bedrucken wir erstmal die Oberseite. Deswegen können wir das alles so eingespannt lassen, wie es ist. Bloß nicht bewegen, weil er wird sich gleich an den Löchern, die schon gebohrt sind, orientieren, um zu gucken, wo er denn die Schaltung aufbringen muss. Aufbringen muss, aufdrucken muss. Überall genug Tinte drauf, ja. Das sieht gut aus. Ja, ist abgenommen. Wie gemalt, im wahrsten Sinne. Wir haben ja hier noch die... diese Schutzschicht, ne? Ja. Dieses Layer drauf, das müssen wir zum Backen tatsächlich runternehmen. Ja, ja, weil sonst... Also das geht nicht kaputt, aber die Platine selber wird einfach nicht heiß genug, als dass das komplett aushärtet. Das verhindert quasi das original richtige, die benötigte Heiztemperatur dann an der Platine ankommt. Genau. Okay. Deswegen lösen wir das jetzt einfach mal. So, geben wir mal das Ding. Klemmt natürlich auch noch. So, man sieht, stabil. So. Schmeiß mal drauf den Fifi. So. So. Backen. Ich probiere mal. Und? Lässt sich anfassen. Ist schon wieder cool, ne? Dann lässt du mich aber auch so machen. Ne? Schön hier, lass immer die Finger verbrennen. Du bist hier der Beauftragte für Sicherheit. Ich habe gedacht, wenn du das anfasst, dann muss es auf jeden Fall schon wieder gehen. Dann muss es richtig sein. So, das heißt, wir müssen hier nochmal eben wieder genau. Die andere Seite drucken. Wir müssen jetzt die Rückseite noch bedrucken. Genau. Das war jetzt die Oberseite. Die ist auch, die sieht soweit gut aus. Die sieht doch aus, ja. Ne? Dann einmal umdrehen, genau. Und dann mache ich hier weiter. Sobald du ready bist. Also alles klar. Ready when you're ready. So, auch die Rückseite ist jetzt fertig bedruckt. Da war nicht ganz so viel zu tun wie auf der Vorderseite. Ja, Stefan räumt schon mal ein bisschen auf. Ne? Hier kommen die Lötpunkte noch drauf. Dann drehe ich in der Zeit das Board nochmal um, denn wir müssen ja die Tinte jetzt auch wieder festbacken, wie auf der Vorder-, so auch auf der Rückseite. So, Bake. So, fertig gebacken. Ja, haben wir es gebacken gekriegt. Ja. Hier ist auch schon wieder alles abgekühlt. Ich fasse mal rüber. Na, guck. Man erkennt aber wirklich deutlich schon direkt den Unterschied zwischen den beiden Projekten. Also hier haben wir wirklich beide Seiten jetzt in Action, ja. Und sehen auch beide top aus, beide durchgetrocknet. Ah, eine kleine Sache tatsächlich. Wir sehen hier, die Löcher sind nicht ganz umschlossen, ne, mit der Tinte. Das liegt ein bisschen daran, dass wir vielleicht beim Einspannen so ein, zwei Unwägbarkeiten hatten. Der lässt sich ja auch nicht immer ganz genau dann auf die Messung einstellen, wenn man da einen kleinen Fehler gemacht hat. Also da immer ganz präzise sein. In dem Fall ist es nicht ganz so tragisch, weil ja sowieso jetzt die Nieten dann reinkommen. Richtig, genau. Die das Ganze dann umschließen und später dann auch den Kontakt herstellen. Ganz wichtig, einmal hier mit dem Schwamm, schrupp, schrupp. Ich gehe da einfach einmal... auf der Seite und einmal so. Und du rauchst jetzt quasi direkt auch an, ne? Damit wir dann schön genau. Kontakt haben. Aber wirklich nur so ein bisschen. Also ich will es auch nicht übertreiben, will ja nichts wieder von dem abbürsten, was wir da jetzt aufgetragen haben. Das ist aber nach diesem Backvorgang schon ziemlich gut drin. Stefan, dir wird jetzt übrigens die ehrenvolle Aufgabe zuteil, die Nieten hier reinzuschlagen. Ich hab's befürchtet. So. Ich mache jetzt übrigens keine Nietenwitze. Ja, das wäre toll. Ich kenne gar keine. Du kennst ja meine ruhige Hand. Ich darf einmal vorwegnehmen. Wir haben einmal große Nieten, 1 mm, ne, die sind für die großen Löcher. Und die 0,4 mm Nieten, die du jetzt, mit denen du schon anfängst, ne, mit der schwereren Aufgabe, ja, ja. Die sind natürlich für die kleineren Löcher. Ich bin ja... Ja. Da war schon eine weg. Das ja. Ist hier...
Da hätte ich schon Challenge einen Witz jetzt draus machen können übrigens. Ja, Niete weg. Ja. Die habe ich ja früher auch am meisten gezogen, ne? Wenn so lose, dann habe ich immer nur Nieten gezogen. Kommt ein Cowboy aus dem Friseursalon, Pony weg. So, Niete Nummer 1. Wie viel hast du noch? 37 oder so, ne? Ja, ungefähr. Nachher kann ich das so gut, da stecke ich in den Nieten noch eine Niete. Das war schon Doppelniete. Doppelniete. So. Oh, guck mal. Ein die vorletzte und jetzt noch ein. Es übt. Wir müssen jetzt gleich nur aufpassen beim Rumdrehen, dass die nicht alle rausfallen. Wie wollen wir das denn machen? Tja, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe noch so eine kleine Überraschung parat. Ja. Die zweite Platine. Ja. Damit machen wir nichts mehr, sondern die legen wir jetzt einfach oben drauf. Du Fuchs. Drücken das ein bisschen fest. Ja. Und dann kannst du die auch gleich rumdrehen, als Unterlage benutzen und von der anderen Seite drauf. Und direkt schon hämmern. Ja. Sledge. Ist ja der Hammer. Sledgehammer. Wisst ihr, was der Hammer ist? Ein Werkzeug. Badabush. So, und dann sagst du richtig direkt, ich übe schon mal ein bisschen Druck aus. Drück mal zumindest so ein bisschen. Nicht kaputt drücken. Ich gebe mir Mühe. So, ich möchte nämlich nicht, dass die mühevoll reingedrückten Nieten da wieder rauspurzeln, ne? Rauspurzeln, das wäre doof. Ja, aber guck mal, sieht aus wie gelegt, oder? So, und jetzt müsstest du mir die, glaube ich, zusammenhalten, weil sonst hauen die mir wieder ab. Da habe ich so ein bisschen Panik vor. Lass uns mal eben so ein bisschen Teamwork draus machen. Wenn du da von vorne so nur eben... Ich habe ein bisschen Angst. Rechts und links. Du meinst, weil ich einen Hammer in der Hand habe? Ich habe einen Hammerführerschein. Ich habe echt ein bisschen Angst. Ich habe den kleinsten mitgebracht. Ich habe noch mehr Angst. Halt das fest. Ich komme jetzt. Das meinem Arzt erzählen müsste. Oh, was haben Sie gemacht? Oh, ich habe YouTube-Video gedreht. Mein Kollege hat mich genietet. So. Und? Es fällt tatsächlich keine raus. Ast rein. Super. Na? Von hinten oder von der Nietseite nicht ganz schön, aber selten. Ja. Geht ja aber auch um die Optik von vorne. Ne? Genau. Vorne ist ja alles schick. Hier, komm noch mal richtig nah dran jetzt hier. Dann geht das nämlich jetzt schon weiter. Dann kommen jetzt die Lötpunkte wieder drauf. Jawohl. Und dann die kleinen Bauteile, die werde ich gleich übernehmen. Alles klar. Lötpunkte hat er alle. Sauber ist. Düse ist drauf. Jawohl. Board ist eingeklemmt. Ich habe noch nie so schöne Lötpunkte gesehen. Hammer, oder? So, hier kannst du die mal halten. Ja. Haha, angefasst zuletzt. Du darfst nämlich jetzt die Bauteile gleich auflösen. Ja, das war mir klar. weil jetzt geht es wieder ein bisschen um filigrane Arbeit. Ne? Also wirklich mit der Pinzette hier gleich die Bauteile da drauf zu setzen. So. Ich versuche das hier mal so ein bisschen erstmal zu ordnen für mich. Also man sieht wieder super kleine Bauteile. Das hier ist schon das größte von den ganzen, ne? Nämlich der IC, der da am Ende drauf kommt. Ich bin jetzt auch einfach mal so frei und platziere die gleich auf dem Druckbett. Dann fallen mir nachher nämlich die Komponenten, die ich da drauf setze, nicht runter. Ja, so hinbalancieren, oh Gott. Ja, oh. Hast du mal eine Pinzette? Aber klar doch. Pinzetti. Danke. Ich fange natürlich mit dem größten an, mit dem einfachsten, nämlich mit dem IC. Da hältst du auch direkt die Luft an, ne? Du, aber ich habe mich mit den Nieten auch ganz schön abgemüht hier, ne? Also, wollen wir hier noch einmal einen Plan? Red mir kein schlechtes Gewissen ein. Aus dem Kopf kann ich das ja nicht. Ja, alles drauf. Alles drauf. Also zumindest das, was wir jetzt per Reflow aufbringen. Wir müssen gleich noch ein paar Bauteile handlöten. Aber erstmal wieder reflowen und festbacken. So, fertig ist es. Abgekühlt ist auch schon. Ich kann das locker anfassen. Sieht man hier auch immer schön an der Farbe, ne? Wenn es aufheizt, rot, wenn es kalt ist, blau.
Oder weiß sogar. Es ist ganz kalt. Das ist eisig. Ne? Eisig. Das muss schon fast kratzen. Und man sieht hier alle Bauteile sauber aufgebracht. Ja, würde ich mal sagen. Kann ich mir auch mal selber auf die Schulter klopfen? Doch. Habe ich gut gemacht. Hast du schön draufgelegt. Die Maschine kann fast alles. Ne? Sie kann die Löcher bohren, sie kann die Lötpaste auftragen, vorher die Tinte auftragen. Ich kann soweit alles fertig machen, bis ich die SMD-Bauteile aufsetze. Aber was natürlich nicht geht, ist die kleinen Löcher hier, ne? Die Nietlöcher, die wir gemacht haben. Da müssen ja noch Bauteile durch, die durchgesteckt werden. Logischerweise geht das nicht. Und da kommst du jetzt ins Spiel. Du darfst sie nämlich jetzt von Hand löten. Mit deinem filigranen Finger müssen die da einmal rauf. Ich bestück dir die sogar schon mal. Oh, das ist aber nett. Hinkommen. Ich nehme dir einmal die altbewährte TAT-Technik. Max, bitte einen Schritt zur Seite gehen. Aber natürlich. Danke. Der Meister braucht Plan. So. Setz mir die an der richtigen Stelle auf. Nicht, dass es nachher heißt, ich hab's falsch gemacht. Ich setze die an die richtigen Stelle auf. Muss natürlich nur ein bisschen gucken. Na, wobei das geht. Der hält den Abstand. Wir haben hier keine Transistoren drauf. So, zack. So, und drauf. Und dann lasse ich dir da im wahrsten Sinne komplett freie Hand. Ja, dafür habe ich mir jetzt hier schon mal eine Lötstation vorbereitet und werde jetzt hier auch gleich direkt loslegen. Denn was man alles beim Löten beachten muss, könnt ihr ja in unserem Video zum Thema Löten nochmal nachschauen. Ich glaube, du musst den Lötkolben weiter vorne anfassen. So, jetzt nur noch die Spannungsversorgung dran. Ja, ich habe natürlich noch nicht alles da rein. Ja, wäre jetzt ein bisschen, das wäre ja wieder rausgerutscht. Genau, das hier musst du dir nämlich selber anbringen. Okay. Wir haben hier dieses Mal tatsächlich so einen richtigen 9-Volt-Clip. Nicht wie beim letzten Projekt. Genau. Ja, hier einmal zwei Leitungen, plus, minus, weißt du, wo es hingehört. Die kannst du anbringen. Die Batterie gebe ich dir gleich erst. Jawohl. Erstmal will ich sehen, dass du das auch nicht dass ich das vernünftig dran löte. So. Also ich sag mal so, viel hilft ja bekanntlich viel. Aber ich sag mal, die Verbindungen sind alle da. Ja, da kann man da kannst du nicht meckern. Nee, hast du gut gemacht. Sehr schön. Danke für den Schritt. Ich lass dir da schon mal den Vorrang. Ja, den Kram kannst du auch gleich mitnehmen. Denn jetzt kommt der Test. 9 Volt Batterie brauchen wir wieder. Und zack, richtig rum dran gesteckt. Unangenehmes Geräusch. Ja. Also, man hört, es piept. Ein bisschen wie eine Hundefreiheit. Ja. Also, läuft. Alles so geglückt, würde ich mal sagen. Patient lebt. Genau. Ja, das war ein etwas ambitionierteres Projekt als das vom letzten Mal, ne? Das Hello World. Das war etwas leichter. Definitiv. Hier haben wir den Leuten mal gezeigt, dass das Ding auch bohren kann. Nicht nur das, man braucht auch selber ein bisschen mehr, ja, als beim letzten Mal. Also Handlöten sollte man können. Nicht perfekt, aber zumindest so, dass man einfache Verbindungen schaffen kann. Außerdem Schaltplan lesen, ja, dieses Mal doch wichtig, weil man gucken muss, genau wie rum müssen die ICs drauf, wo muss ich denn ein Bauteil durchstecken, wo muss ich nur eins auflegen. Das sollte man dafür dann schon mitbringen. Ja, macht dann ja auch selber mehr Spaß, wenn man dann das Projekt, ein eigenes Projekt entwickelt. Was wir euch noch mitbringen, sind natürlich die ganzen Links in der Beschreibung. Da findet ihr nicht nur den Link zum ersten Video, sondern auch den zu unserem Löten-How-To und alles zu den Produkten von Volterra. Dann könnt ihr gleich bestellen und loslegen. Genau, und schreibt uns natürlich gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet oder schon Erfahrungen mit dem Gerät sammeln konntet. Jo. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Und das Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, denn nur so verpasst ihr keine weiteren spannenden Videos. Bis dahin verabschieden wir uns, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Sehen. Ciao. Tschüss. Yo.